Hallo, Majestät. Hallo, wer immer du wow, bist. Der König! Ja, das der König hat jetzt zu tun und es speichert. Warum auch immer. Seine Majestät, König von Albion. Heute werdet ihr über den Schutz von Aurora entscheiden. Kaelin gibt ihren Vorschlag ab. Reaver wird die Sache anfechten. Wie immer. Also sprecht. Eure Majestät, wie ihr wisst, wird meine Stadt nach wie vor aus der umliegenden Wüste bedroht. Die Dunkelheit könnte jederzeit wieder über uns hereinbrechen. Aurora gehört nun zu eurem Königreich. Ich erbitte daher euren Schutz. Baut einen Außenposten in der Wüste, der mein Volk vor Angriffen des Kriechers warnt. So können wir die Stadt noch rechtzeitig verlassen. Aha. Nur dann werden eure Untertanen überleben. Ein Wüstenaußenposten? Ich habe nie solch einen Unsinn gehört. Und was kommt als nächstes? Kavernen unter Wasser? Getreide im Gebirge? Riva im Knast. Das ist ein törichter Vorschlag. Ich kann ihn nicht Aurora mehr hören. Aurora steht unter unserem Schutz. Wir müssen den Außenposten bauen. Das Urteil des Königs gilt. Ein militärischer Außenposten soll in der Wüste um Aurora errichtet werden. Das werden wir nicht vergessen. Aurora dankt euch. Guck mal, ich kann schon wieder eine Million einzahlen, ihr seid also. Ein eigenwilliger Monarch. Deshalb seid ihr so beliebt. Und du nicht. Na gut, so soll es sein. Ja, besser ist das auch. Oh, jetzt kommt das Mistpeak Tara. Die Weaver-Werke präsentieren mit Freude eine exotische Saga von Liebe, Abenteuer und Sand. Den Wüsten-Außenposten. Aha. Bringt Sabine von den Mistpeak-Vagabunden her. Heute entscheidet ihr über Mistpeak, die Heimat der Vagabunden. Ja, da habe ich noch was versprochen. Das steht noch offen. Sabine wird für sein Volk und sein Land sprechen. Reaver wird die Sache anfechten. Also sprecht. Ich komme, um einzulösen, was mir und meinem Volk versprochen wurde. Ihr wolltet unsere Berge wiederherstellen und unser Recht, in ihnen zu leben. Unser Teil des Handels ist erfüllt. Wir haben euer Recht, auf dem Thron zu sitzen, mit dem Leben bezahlt. Jetzt erfüllt euren Teil. Beseitigt den Schaden, den euer Bruder unserem Land angetan hat. Dann sind wir quitt. Eure Majestät, das klingt nach unnötigen Ausgaben und einer dreisten Forderung. Welchen Wert haben denn ein paar Bäume, die in Schnee und Fels verdorren? Jetzt ist nicht die Zeit für idyllische Fantasien. Diese Wälder sind eine Ressource und wir benötigen drängend Ressourcen. Ich schlage vor, wir weiten den Ansatz eures Bruders aus und nehmen, was uns die Natur bietet. Auf euren Befehl wandle ich das wertlose Mistpeak-Ödland in Geld um, das wir zur Verteidigung Albions brauchen können. Noch sind diese Hände weder zu alt noch zu schwach, um euch den hübschen Hals umzudrehen, Reaver. Die noble Erwiderung einer echten Bergziege. Ihr habt Sabine ein Versprechen gegeben, aber ihr entscheidet, ob ihr es halten wollt. Ja, das ist ja lächerlich. Ich halte mein Versprechen. Die Vagabunden bekommen die Berge von Mistpeak. Mistpeak soll ein geschütztes Gebiet werden. Die Vagabunden sollen über die Wälder und Ressourcen des Landes verfügen. Ihr steht zu eurem Wort und eurer Ehre. Die Vagabunden werden euch bis zum Ende folgen. Und jetzt? Die Wälder von Mistpeak sind unser größter nationaler Reichtum. Und dank der Weaver-Werke erstrahlen sie jetzt in alter Pracht. Vagabunden, Vögel und Karnickel können lachen, flanieren und sich ganz im Sinne von Mutter Natur auffressen. Wer braucht das ganze Holz überhaupt? Ja, du hast genug in deinem Kopf. Das brauchen wir echt nicht. So, jetzt gehe ich mal in die Schatzkammer und erstmal
Da gibt's noch ein Geschenk. Guten Tag. König. Lang lebe der König. Mein Herr. Ich will das Geschenk. Wir euch, weil wir euch lieben. Okay. Ah, mein Herr. Zu Diensten. Hallo, Lordschaft. Wow. Hallo, Koch. Hallo, Sir. Hallo, Wache. So. Bevor ich jetzt hier mit Hobbs was mache. Es wird Zeit, Majestät, dem Schicksal die Stirn zu bieten und Elbions Armee zu mobilisieren. Wir nutzen das Geld, um die bestmögliche Verteidigung aufzubauen, doch vorher benötige ich eure Unterschrift auf einem Vertrag, der bestätigt, dass ihr euch der Anzahl der möglichen zivilen Opfer bewusst seid. Eine reine Formalität. Sollte euch die Zahl erschrecken, möchtet ihr vielleicht möglichst viel Gold an die Staatskasse spenden, bevor ihr unterschreibt. Noch mehr? Ich hab das schon getan, Hobbsi. Bist du blind? Bitte unterschreibt auf der gepunkteten Linie. Hiermit bestätige und akzeptiere ich, dass null meiner Untertanen im nächsten Krieg sterben werden. Das hört sich doch gut an. Zurück. Annehmen. Was passiert jetzt? Die Kisten, die ihr auf der Siegestraße findet, sind mit Farben und Symbolen markiert. Mhm. Glückwunsch! Ein Jahr seid ihr nun schon König von Albion. Wie die Zeit vergeht. Ich freue mich zu sagen, dass Albions Armee in Vorbereitung auf die Invasion mobilisiert ist. So dass wir uns nicht darum Sorgen brauchen. Wir sollten diesen denkwürdigen Tag feiern. Deshalb habe ich etwas Großartiges für euch vorbereitet. Zuerst werdet ihr mehrere Stunden stillstehen und euer Porträt malen lassen. Dann werdet ihr die 47 Blumenarten aussuchen, die bei eurer Parade durch die Stadt gestreut werden sollen. Aha. Und dann werdet ihr noch unzählige Autogramme unterschreiben. Gut, dann braucht ihr noch neue Schuhe und... Aha. Ich soll auf die Siegestraße. Ich glaube, Theresa hat mich gerufen. Ja. Der Tag ist da, König. Ihr müsst der Dunkelheit begegnen. Aber ihr werdet dies in eurer wahren Form tun. Eure Taten innerhalb des letzten Jahres haben euren Charakter gezeigt und das Leben eurer Untertanen beeinflusst. Ihr habt getan, was viele für unmöglich hielten. Ihr habt nicht nur eine Armee zum Schutz eures Volkes aufgestellt, sondern all das auch noch als edler, gütiger und beliebter Herrscher erreicht. Aber mehr als ein König seid ihr ein Held. Ihr seid Albions Beschützer. Die bevorstehende Schlacht ist der Grund für eure Thronübernahme. Nur ihr könnt die Kreatur besiegen, die in den Schatten lauert. Tut ihr das nicht, waren all eure Bemühungen umsonst. Geht und erfüllt euer Schicksal. Oh oh. Kann ich jetzt fliegen? Gildensiegel. Ich schau mal noch, was hier noch an Kisten ist. Hier ist noch eine. Da sind auch noch welche. Erstmal abwarten. Mal gucken, was hier noch so rumoxidiert. Ah, sind doch noch mehr, als ich dachte. Was ist das? Schmieden auf Stufe 5. Lauter auf Stufe 5. Ja, also das Spiel, wenn ich es jetzt, die Hauptstory durch ist, lässt sich wie Fable 2 ja noch weiterspielen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch tun. Denn da sind noch genug Sachen übrig. Den kleinen hier, die kleine Kiste, das Flugpaket hole ich mir auch noch. Wer weiß, wozu das noch gut ist. Jetzt kann ich knurren. So, hier reist man ganz schnell zum Ausgangsportal.
Dann ist der Weg nicht so weit. Oh oh. Ein paar Kleinigkeiten sind ja noch. Betretet das Portal. Die Waffen, die euch der letzte Held hinterlassen hat, verändern sich mit ihrer Verwendung. Ja, das wissen wir ja nun mittlerweile auch schon. Schloss Bowerstone. Oha. Es ist hier. Das Dunkel hat Bowerstone erreicht. Berichten zufolge hat unsere Verteidigung das Schlimmste verhindert. Aber wenn wir nicht handeln, werden nicht mal die Truppen ausreichen, die wir für diesen Tag ausgebildet haben. Wir müssen jetzt raus auf die Straßen. Los! Heute kämpfen wir für Albion! Für Albion! Oha. Harte Liebe. Ja, immer die gleichen Tipps. Ja, das sind meine beiden Dorfbewohner, die ich aus Versehen bzw. mit Absicht das erledigt habe. Das Armee-Maskottchen wird sich an eurem Fleisch schlagen. Die Stadt bis zum Ende! Die kennen wir doch hier noch. Ja! Mitten ins Getümmel! Au! Das tat sicher weh! Tolle Leistung! Weiter so. Klasse, der steht nicht mehr auf. Hier. Er ist hier. Vorsicht, die Bestien sind ziemlich stark. Hält das Ding mal die Klappe. So, sind alle beseitigt? Ach, da ist noch einer. Weg ist er. Und jetzt? Soll ich hier weiter? Wir müssen ihn finden und unsere Leute retten. Aber das hat sicher ist das Königreich der Dunkelheit. Der steht nicht mehr auf. Dies ist das Königreich des Todes. Uns zwei Meisterschiffen reicht niemand das Wasser. So, weg. Hört nicht zu. Er will euch wahnsinnig machen. Nicht zuhören. Nicht gut. Sind die anderen hier schon alle tot? Wir haben ja nicht viel abgekonnt. Tolle Leistung! Wir müssen dieses Schwein finden und töten! So, ein Schlag reicht. Wo muss ich denn jetzt lang? Da. Alle niedergemetzelt. Hier kommt der Dunkelheit nicht. Sie umgibt euch immer. Mir wird hier ganz schön übel mitgespielt. Wo denn? Wo müssen wir denn lang? Hier? Da geht's lang. Page. Was macht sie denn da? Liest sie ein Buch? Das ist nicht real! Nicht real! Das ist doch ein Albtraum, oder? Das kann eigentlich nur ein Albtraum sein! Komm hier nicht durch! Er steht nicht mehr auf. Ich muss nachladen. Zaubern geht auch. Ich sehe kaum was. Dann noch immer auf den Beinen sein. Tote Finger klammern sich an Millionen Augen. Die Dicken sind ein bisschen unangenehmer hier. Oh, mir geht's nicht gut. Oh, scheiße. Dem Dunkeln verstehen. Euch hält keine Rüstung. Was? Genießen eure Verzweiflung. Die sterben da draußen. Da müssen wir hin. Ich bin verstorben. Das war ein bisschen zu eng hier. Wo muss ich jetzt lang? Au, das tat sicher weh. Ihr habt Furchtbares getan. Alle, die euch kennen. Was ist da los? Wo muss ich mir das jetzt anschauen?
Ich habe Furchtbares getan. Ja, ja. Oh, das ist... Es sind zu viele! Hey, hast du mein Schwert gebrochen? Los doch! Sie dürfen nicht gewinnen! Ja, mit einem schönen... So, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Klasse! Der steht nicht mehr auf! Zaubern geht ja ganz gut. Tolle Leistung! Zusammenbleiben! Wir müssen zusammenbleiben! Weiter so! Tolle Leistung! Und nochmal. Huch, Kamera, ich sehe nichts. Allerheiligster Zustand. Das ist unser Geschenk an euch. Die Rüstung ist dick, aber man kann durchschießen. Sie sind zäh, aber Schwerter verletzen sie trotzdem. Ja, stimmt. Komm, Walter. Wo müssen wir denn noch hin? Was macht er mit unserer schönen Stadt? Wir fliegen in euer Herz. Meine ganzen Häuser. Das hat alles Geld gekostet. Ich krieg jetzt keine Mieten. Vorsicht! Die Bestien sind ziemlich stark! Der dunkle Wächter kommt! Wir müssen an den Wächter. Scheiße, scheiße, scheiße! Was macht der jetzt hier? Hallo! Wie sollen wir an ihm vorbeikommen? Was ist jetzt los? Das war jetzt ein wenig seltsam, muss ich zugeben. Ah, ich habe noch Kreaturen. Ben, lenk die doch ab! Der dunkle Wächter wird die Kinder immer bewachen. Na? Wir müssen ihn erledigen. Ja, er zeigt mir den Rücken, das ist gut. Egal, was innen war, ist jetzt Asche. Ihr versperrt den Weg. Unsere der kann aber was ab. Schützen reicht niemand das Wasser. Unser Schütze. Ja. Unser Welt. Voll. Oh. Der Motor der Dunkelheit. Das hat sicher wehgetan. Ja, hat es. Aber treffen kann man sie. So, der Wächter ist weg. Was kommt? Vorsicht. Oh, da war schon wieder was. Nachschub. Ja, was auch sonst. Klasse! Der steht nicht mehr auf! Taktischer Rückzug! Toller Schuss! Die Kinder werden euch flüchten und in totes Gewässer werfen. Sabbel nicht so viel! Sterb lieber! Ist er weg? Ja, ist weg. Da muss ich. Oh, da sind ja noch mehr. Kennen wir alle noch? Ja, mit einem schönen Zauber solltet ihr was ausrichten können. Von Aurora. Die Höhle. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Wer diese schwachen, zarten Formen? Außerdem pampelt das Joypad wie verrückt in der... Oder der Controller wie verrückt in der Hand. Warum ich immer das Joypad sage? Ah, nein! Ihr müsst ihre Rüstungen durchdringen. Jetzt. Egal was innen war, ist jetzt Asche. Wir müssen alles aufbieten, was wir haben. Au, das tat sicher weh. Oh, ich muss mal weg kurz. Nein, mir geht's noch gut. Ganz hervorragend. Magie ist hier wirklich die beste Lösung. Ja, ich gebe mir ja schon Mühe, Walter. Na komm, 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 komm. Oh, wie schön. Wenn doch nur die anderen auch solche Zauber könnten. Die können nicht das gerade an eure Lieben. Ihr werdet sie niemals wiedersehen. Was? Sag nicht sowas. Jetzt werde ich gleich wütend. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich jetzt kann kommt es fühlen. Wir nähern uns diesem Ding. Jetzt kommt der Arena-Kampf. Wo seid ihr? Zeigt euch!
Das verlorene Schaf kehrt zurück. Du bist hässlich. Niemand lässt je die Dunkelheit hinter sich. Oh, Walter. Oh! Walter! Nein! Seht ihr das? Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Wir sind alle nur Schatten. Oh nö, ich möchte jetzt nicht gegen Walter kämpfen. Was soll all das? Spiel. Was euch lieb ist, will zu Schatten. Alles, was spielt. Das macht sich gut mit den Kreaturen. Was soll all der Kampf? Es tut mir aber leid. Ich möchte Walter eigentlich gar nichts antun. Nein! Spiel! Noch treffe ich ihn, ne? Kriecht, gehört jetzt zu uns. Der kann aber ganz schön was ab. Wehrt euch nicht, mein Kind. Ich habe euch umsagt. Euch gelehrt. Immer mehr noch. Die Wächter waren schon erledigt. Jetzt habe ich ihn aber, glaube ich. Ja, was bleibt mir denn anderes übrig, ihr Vögel? Musste ich Walter töten. Mein besten Freund. Tut mir leid. Ja, Walter. Ihr habt die Dunkelheit vertrieben. Sie war die ganze Zeit in mir. Aber jetzt ist es hell. Ich kann den Himmel sehen. Ich kann wohl nicht mehr kämpfen. Ja. Es ist vorbei, Walter. Gemeinsam haben wir gewonnen. Erinnert ihr euch an die Geschichten, die ich euch früher erzählt habe? Es war einmal ein König. Der mächtigste allein. Und was ihr dann gesagt habt? Nö. Ich will ein Held sein. Ach so. Ich bin stolz auf euch, Junge. Das konnte ich immer sein. Oh, nicht so tief. Mein Rücken. Da seid ihr wieder, ne? Ja. Die ganze Zeit habe ich euch gebraucht. Da wart ihr weg. Und wo war Logan? Ja. Alles muss man alleine machen. Es gab Mieteinnahmen. Oh, ein neues Hintergrundbild. Das kennen wir ja noch gar nicht. Ah, interessant. Oh! Das erinnert mich aber eher an eine Alkoholwerbung, das Bild. Ich glaube, Walter hätte es hier draußen gefallen. Er war schon immer gerne groß und aus Stein. Der heißt aber nicht Walter, der heißt Morgan. Halt's Maul, Ben. Genau. Ich muss in mein Schloss zurück. Falls ihr je die Welt vor einer weiteren Abscheulichkeit retten müsst, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ja, okay. Mein Volk wird nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Ich werde nochmal vorbeischauen, da gab's wir noch genug zu erforschen. Wir sind ein stolzer Teil von Albion. Ich kehre nach Aurora zurück, in der Gewissheit, dass wir endlich in Frieden leben können. Lebt wohl, Majestät. Walter hatte recht, was euch angeht. Ihr seid in jeder Hinsicht ein Held. Der Held, den Albion braucht. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde euch weiter nach besten Kräften dienen. Hm. Mein Platz ist in der Stadt. Aha, kann ich die Menschen werden immer Nein. Hilfe brauchen. Oh. Adieu, König. Du hast getan, was ich für unmöglich hielt. Du bist der Herrscher, der ich nie war. Du brauchst mich nicht mehr. Albion ist besser dran ohne mich. Mein König, Kumpel und Herrscher. Ihr habt's geschafft. Ihr habt das Königreich gerettet. Ich verabschiede mich. Ich bin nicht zum General geschaffen. Und ich möchte wieder reisen. Oder nachsehen, ob Paige im Industriegebiet meine Hilfe benötigt. Bevor ich gehe, verabschieden wir uns von unserem Freund, hm? Das ist für euch, Walter. Na,
Oh, was jetzt? Ein Tor? Ach, Theresa. Dies ist die Welt, wie sie hätte sein können. Völlig ohne Farbe, ohne Leben. Nur dank euch ist das nicht geschehen. Und das, ohne ein Tyrann zu werden. Das Volk liebt euch. Ihr habt den Schatten der Herrschaft eures Bruders vertrieben. Ihr habt das Versprechen an Sabine und seine Leute gehalten, als es einfacher gewesen wäre, ihn zu verraten. Eine noble Geste. Naja. Ihr schwort Paige einen Eid, das Leben eures Volkes zu verbessern. Und das habt ihr selbst in größter Gefahr getan. Ihr habt für Aurora getan, was euer Bruder nicht wollte. Er brach sein Versprechen. Ihr seid ein besserer Herrscher. Ohne die Stärke, diese Entscheidungen zu treffen, stünden wir jetzt nicht hier. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, König. Schaut ihr nicht in meine Zukunft? Die Zukunft wird sich zeigen, wenn die Zeit bereit ist. Oh, das wird eine lange Folge. Ja, das war wohl die Hauptstory. Aber wie gesagt, man kann weiterspielen. Da sind ja noch ein paar Aufgaben. In Driftwood ist noch eine Sache, die ich gern erledigen würde. Ich würde euch das auch gern mal zeigen. Dann ist in Aurora noch ein bisschen was zu tun. Und das werde ich ganz bestimmt noch machen. Ja. Ansonsten ist hier der Abspann. Da war aber jetzt schon bei... deutlich über 20 Minuten sind, werde ich das jetzt hier abbrechen und den doch nicht komplett zeigen. Ich denke mal, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.